Ja. Und dann konzentriere ich mich auf Avianda, auf das, was Avianda ausgemacht hat, so wie ich sie im Geiste behalten habe und auf ja, positive Erinnerungen, die ich mit ihr verbinde und schaue immer stärker in die Kerze, blende alles andere aus. Ja, und der Zauber wäre gelungen. Außer es passiert jetzt noch was anderes. Also eine 24er Erschwernis würde ich knacken. Ja, ihr könnt sehen, wie sich vor euch ein geisterhaftes Wesen materialisiert. Und es sieht so aus, als würden wieder einmal Wasser aus ja, unsichtbares, durchsichtiges, schwarzes, öliges Wasser vor euch ergießen. Und dann seht ihr, wie Aviander geisterhaft illuminiert in einem leicht bläulichen Schein vor euch in dem Kreis auf die Knie bricht. Sie fässt sich an den Hals und fängt an zu spucken. Avianda, oh, du bist es wirklich. Wir haben dich da rausgekriegt. Oh, ich bin so glücklich. Ja, sie geht nicht nur auf die Knie, sondern fällt jetzt auch auf ihre Schulter, rollt sich so ein bisschen ab und fässt sich immer noch an den Hals. Sie scheint unsägliche Schmerzen zu erleiden. Ithilius, jetzt seid ihr dran. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Wir beginnen mit unserem eigenen Ritual und schicken sie zu Bohren. Einen Moment. Philomene würde mitbeten. Der Bentilio würde sich im Hintergrund eine Zigarre von Diamantis schnauen. Avianda, wir haben wirklich alles getan, um euch da rauszuholen. Oh, ich bin so froh. Jetzt könnt ihr in Borons Hallen einkehren oder zu eurem Gott ins Paradies. Ich habe es so betrauert, als ich gehört habe, was euch passiert ist. Oh, Avianda, es tut so gut, dass wir euch helfen konnten. Ja, ihr könnt sehen, wie Hetilius sich selbst einige Runen mit Asche auf sein Gesicht malt, Salbungsöle herausholt und dann eben auch den Kreis beschreitet, hineintritt und so einen leichten Singsang anstimmt. Netia wird das Ganze auch tun, sich selber einige Ascherunen auf die Stirn malen und dann ebenso mit den Salbungsölen herumlaufen und euch selbst dann als Teilnehmer, vor allem noch Zulamin als Mitbeterin, dann beträufeln. Ja, Zulamin nimmt den Singsang auf, denn zumindest in grundlegenden Boron-Liturgien ist ja auch unterwiesen und ja, versucht zu unterstützen. Frage an euch: Wisst ihr im Liberliturgium, welcher der Segen Geister zurückschickt? Ist ja nicht der Geisterbann. Es gibt einen, womit er tatsächlich Seelen den übers Weg antreten Nördlichtmeer kann. Geführt werden. Es gibt eine Grad 4 Liturgie, die mit Mabo konnotiert ist, wo tatsächlich der Geweihte mitgeht. Also das ist für den Geweihten Genau, riskant. das ist Ja, Marbos Geleit und das. Grad 5. Okay, danke. Ja, Grad Dann 5. wird Warte, 212, dann wird er das aber auch machen. Also Genau, er dann. ist halt Ethelianer, dann bringt er sich halt auch mit rüber. Ja, dann darf er jetzt trotzdem eine Nämlich jetzt Probe fang werfen. an. Probe werfen, denn bei einem Crit bleibt er da. Sorry, bei einem Patzer bleibt er da. Ich lese Marbos mal Geleit. vor. Der Geweihte segne den Sterbenden. Achso, dann liest du gerne. Okay. Der Geweihte verlässt seinen Körper und begleitet die Seele des Sterbenden über das Nirgendmeer, um sie sicher bis an Utas Pforte zu geleiten. Fällt bei der Liturgie-Kenntnisprobe eine Doppel- oder Dreifach-20, findet die Seele des Geweihten nicht zurück in seinen Körper. Ob sie in Borons Hallen verblieben ist oder ihr weitaus Schlimmeres widerfahren ist, ist Meisterentscheid. Ja, gewürfelt habe Aber ich die das hoffen wir jetzt mal nicht. 7-2-2. Kann ich jetzt schon Und ja, THW von 15 mit der Erleichterung durch Mitbeter und dann eben auch durch die Unterstützung von Netia selber wird sein Körper dann direkt an der Stelle, wo Alveander niederkniet, er berührt einmal ihren Geist und dann verfällt er in so etwas wie einen Stillstand mit in der Kajüte von Kapitän Abelmir. Ich beuge mich ja fasziniert vor und betrachte dieses ganze Geschehen. Verschwendung einer perfekt guten Seele, denkt ihr nicht, Kapitän? Nun, ich habe so etwas noch nie erlebt. Es ist sehr interessant. Nun, es ist das erste Mal, dass so etwas überhaupt passiert. Ich nehme an, ihr möchtet gern als Co-Autor für meinen Artikel im Spiegel der Schwarzen Magie geführt werden?
Ich glaube nicht, dass ich im Atemzug in euch genannt werden will. Eure Wahl. Bordmagus? Legt Etilius eine Hand auf die Schulter und konzentriert sich auch mit auf Avianda, um ihn zu unterstützen. Nun, so etwas habe ich tatsächlich noch nie in meinen vielen Lebensjahren gesehen. Aber ich vermute, dass ihr nicht zum eigentlichen Ziel hattet, Aviandas Seele aus der Niederhöhlen zu befreien, oder? Nein, es war ein Zusatzgeschenk. Ein Zeichen des guten Willens der tiefen Tochter. Ein Geschenk. Aber ihr solltet aufpassen, wie ihr redet. Nun ja, es war ein Geschenk, aber... Habe ich euch nicht erklärt, dass jeder... was damit verbunden ist mit Geschenken. Habe ich euch nicht erklärt, dass jeder Handel, den ihr mit ihm eingeht, faul ist? Natürlich weiß ich das. Ihr müsst mich darüber nicht informieren. Etelius sagte bereits, dass euch alle irgendwie der Wahnsinn plagt. Lediglich Zulamins Worte konnten ihn umstimmen. Ihr solltet noch einmal darüber nachdenken, welche Wege ihr benutzt. Aber ich hoffe, ihr wart erfolgreich und Etelius wird ebenso bald zurückkehren. Nun, unser Ziel war es, eine Arche zu zerstören. Nun, und dies war erfolgreich. Ich schicke euch jetzt alle aus dieser Kajüte heraus. Ihr könnt euch gerne irgendwo anders unterhalten, aber Etelius braucht jetzt Ruhe. Natürlich. Nicht der Kapitän, werden wir sowieso woanders erwartet. Raus jetzt. Und damit schickt sie euch wie eine Mutter aus der Kajüte des Kapitäns. Nun, dann lasst uns doch diesen Arachno aufsuchen, um ihn zu dem Erfolg zu unterrichten. Und seine Hälfte Abmachung anzufordern. Boltax ist sehr glücklich, dass er Avian da retten konnte. Und Boltax, was diesen Artikel angeht? Nun, macht ruhig. Ich weiß nicht, ist das jetzt ein neuer Zauber, weil es war ja keine Beschwörung und keine Herbeirufung. Wie nennen wir es? Ich denke, es war tatsächlich ein... Sind es eine Fremdkörperinvokation? Nun, ihr seid der Experte. Nun war es das. Ich wollte schon immer mal einen Zauber erfinden. Dies hat interessante Implikationen. Nun, ihr habt ihn nicht erfunden, ihr habt ihn geschenkt bekommen, nicht wahr? Von einem Dämon. Aber denkt doch darüber nach, Herr Kapitän. Wenn es möglich ist, mittels des Anpeilens eines wahren Namens einer in der Seelenmühle gefangenen Seele eben jene herbeizurufen, nach denselben Gesetzgebungen muss es auch, weil natürlich auch ungleich schwerer möglich sein, ohne Kenntnis eines wahren Namens einer Seele herbeizurufen. Ihr müsst bedenken, dass der Zauber euch von der Herren geschenkt wurde und nun, es geschah mit ihrer Einwilligung. Ich denke nicht, dass es also ohne ihre Einwilligung funktioniert. Also, ganz ruhig. Ich würde jetzt gerne einmal von euch wissen, wie es weitergeht. Nun, wir suchen den Herrn der Arche auf und informieren ihn. Nun, ich meine nicht mit den nächsten, in der nächsten halben Stunde oder in den nächsten 2 Stunden, sondern wie es generell weitergeht. Was tun wir hier noch? Nun, wir sollten hier verschwinden, wenn nun uns nichts weiter bindet hier. Und wohin? Zurück aufs offene Meer oder was habt ihr nach vor? Nach Konchum wollten wir reisen zuerst. Also gut, Konchum. Dann ist das doch eine Nachricht, die der Mannschaft höchstwahrscheinlich so etwas wie ein Gefühl der Hoffnung mitgibt. Nun, das wollen wir doch hoffen, dass dieses etwas nun Freude auslöst unter den Mannschaftsmitgliedern. Ich möchte dazu sagen, dass die Stimmung in den letzten paar Tagen trotz des Ruhmes gelitten hat. Nun ja, darauf können wir im Moment keine Rücksicht nehmen, fürchte ich. Doch, darauf müsst ihr Rücksicht nehmen, Abelmir. Ich denke auch. Ich stimme tatsächlich. Ich bin Abelmir, nicht sicher. Ihr mögt zwar schon das ein oder andere Jahr gesehen haben und den ein oder anderen Heptarchen getötet haben, aber glaubt mir, wenn ich euch sage, dass ich die gute Seele an Bord bin, die euch eventuell ins Gewissen reden muss, in eure Moralvorstellung. Dabei zupft sie dir so ein bisschen an der schwarzen Kleidung entlang. Nun gut, wenn es sein muss. Wenn ihr es nicht könnt, dann werde ich euer Gewissen sein. Was schlagt ihr vor, was wir mit der Benutzung tun sollen? Nun, ihr Hoffnung spenden. Ihr seid ein Kapitän, ihr seid eine Leitfigur. Die Menschen sprechen dort nicht nur draußen auf See, sondern auch an Land auf euch. Sie halten dies für den nächsten großen Zug von aventurischen Helden, die, nun ja, es gibt auch auf dem Land selbst, in der Wildermark oder zum Donnersturmrennen oder wo auch immer, gibt es überall auf Aventurien Helden, aber man blickt
Selbst der aventurische Bote blickt mit einem Argusauge auf euch und berichtet von den Geschehnissen, die hier an Bord stattfinden und den nächsten großen Schritten. Und jeder Zug eurer Reise wird genauestens analysiert. Es fühlt sich nicht heldenhaft an, was wir tun. Dann solltet ihr darüber nachdenken, wie ihr die Dinge angeht. Ihr habt gerade eine Seele in der Seelenmühle entrissen. Wenn sich dies für euch nicht heldenhaft anfühlt, dann müsst ihr lernen, euch besser zu verkaufen. Das stimmt. Ich wollte auch gerade sagen, wir haben etwas vollbracht, was sonst noch nie jemand geschafft hat. Dass wir sie von einer Seite der Waagschale in die andere geworfen haben, müsst ihr bei der Sache ja nicht unbedingt erwähnen. Nun, ich denke, das wird die Mannschaft wenig interessieren. Wir müssen ihnen etwas vermitteln. Gefühl des Heroismus. Aber mir ist das Mannschaft. Ich denke tatsächlich, die Mannschaft interessiert es nicht, wenn ihr ihnen glaubhaft versichern könnt, dass ihr persönlich ihre Seele aus der Niederhölle reißt, wenn ihnen etwas widerfährt. Ich denke, wir sollten mit Arachnor reden. Er soll uns eine der Überbleibsel, irgendeine Trophäe der Arche geben, damit wir der Mannschaft zeigen können, dass unser Aufenthalt hier dazu geführt hat, dass eine Arche weniger diese See patrouilliert. Ihr habt das alle nicht verstanden, oder? Nein. Ich muss gestehen, dass es mir egal ist. Nein, Tsunamin hat recht. Es geht nicht nur darum, was für einen Eindruck wir erwecken, was der aventurische Bote über uns schreibt. Es geht darum, wie wir uns selber damit fühlen. Und ja, ich bin sehr glücklich, dass wir Aviander aus den Niederhöllen retten konnten. Versteht mich nicht falsch, ich meine nicht nur, dass der aventurische Bote etwas über euch schreibt, das hat er in der Vergangenheit über mich auch getan und allzu oft hat er dabei auch gelogen oder die Wahrheiten verdreht, darum geht es mir nicht. Aber ich wollte euch darauf aufmerksam machen, dass Aventurien Hoffnung auf euch setzt. Wo sie nicht handeln können, setzen sie all ihre Hoffnung auf euch, auf diese Mannschaft, nicht nur auf euch als Kapitän oder als Kaplan, als Bordmagier. Es geht darum, dass ihr diejenigen seid, die diesen nächsten Heptarchen töten und fällen könnt. Und dazu habt ihr mächtige Mittel. Ja, aber all das ist nichts Heroisches, Netia. Wir wandeln jeden Tag am Abgrund. Und es ist schwer. Und es ist ein Schicksal, das man niemand anderem wünschen würde. Und ja, wir haben Erfolge und vielleicht werden wir am Ende der blutigen See ein Ende bereiten. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es richtig ist, sich dafür feiern zu lassen. Nein, das habe ich auch nie gesagt. Ihr sollt euch nicht feiern lassen. Vielleicht sollten wir die Mannschaft feiern. Sie ermöglicht uns erst, diese Tat zu vollbringen, nicht wahr? Sie ist Teil von uns. Die Leute, ihr sollt sie zumindest nicht quälen. Die Leute zu Lamin brauchen Helden, die sie feiern können. Und wenn ihr das nicht seid, suchen sie sich einen anderen. Zum Beispiel Arachnor. Ja. Nur weil ihr euch nicht so heroisch fühlt, heißt nicht, dass ihr nicht als solches gesehen werden könnt. Das ist richtig. Ich kann ja ein paar Zeilen über unsere Höllenfahrt schreiben und sie, ich weiß nicht, an die anderen Schiffe nun verkünden lassen, sodass jeder Händler, der hier momentan anlegt, die Kunde weiter ins Land trägt. Und auch wenn es manche als Seemannsgarn abtun, so werden auch einige daran glauben und es spendet Hoffnung, dass wir den Niederhöllen eine Seele entreißen konnten. Eine hervorragende Idee. Nun, dies löst uns nicht unser Problem mit unserer Mannschaft. Ja, ich befürchte, das würde erst in Kunchung gelöst werden können, weil hier könnte ihn wohl kaum Ausgang gewähren. Ich denke wohl, dass der Führungsstil des 1O die Mannschaft zwar bei der Stange hält, aber nicht bei der Laune. Wir reisen mit Piratenpack, das ist das Problem. Wenn wir vernünftige Seemänner in Kündigham aufgabeln können, dann werden wir diese Problematik gar nicht mehr haben. Und dafür, und hier kommen wir wieder zurück, müssen sie glauben, dass ihr das wert seid. Denn nun, wenn ihr niemanden pressen wollt, ist es schwer zu verkaufen, in all den Gefahren, die ihr ihnen aussetzt, warum sie gerade bei euch anheuern sollten. Das ist richtig. Spätestens in Kunchom ist unser Ruf mehr als mit Gold aufzuwiegen. Nun, am besten mauern wir trotzdem ein bisschen vor. Ihr sagtet, ihr wolltet einige Worte zurechtlegen. Warum tut ihr das nicht und wir lassen sie bereits im Vorhinein in Kunchom verbreiten? Ich tue das. Mir fällt da noch ein Druckhaus ein, wenn ich mich nicht täusche.
Ich denke, der Rieslandfahrer könnte uns auch eine große Hilfe sein. Er hat uns eingeladen. Er wollte unsere Geschichten hören und nun Geschichten haben wir inzwischen wahrlich zu erzählen. Vor allem könnte sein Sohn euch ein gutes Gewicht auf der Waage sein. Ist das nicht dieser Stümper von der Suleiman? Ja. Ja, natürlich. War da nicht dieses Schiff, das mit elementarer Macht betrieben wird? Ja, genau eben. Oh, ich will gar nicht darüber nachdenken, wie ineffizient das laufen muss. Hervorragend. Vermutlich bitten sie am Ende die Ruder noch dabei zu rudern, anstatt ihnen einfach zu befehlen. Denkt nur darüber nach. Also ein wundervolles Schiff. Würde ich vorschlagen, wie wird schlecht, wenn ich nur daran denke. Dann würde ich vorschlagen, ihr sprecht jetzt einfach mal mit diesem Kapitän der Stadt aus der Tiefe, Arachnophoschorina, dem Prinzen von Meridiana, und danach brechen wir auf in Richtung Kunchom. Ja, das wollten wir sowieso tun. Wie der Kapitän es bereits verkündet hat. Gut, dann geht's. Ihr könnt natürlich, wenn ihr geneigt seid, sicherlich die Mannschaft schon mal in Kenntnis setzen. Meint ihr mich? Das ist nicht meine Aufgabe. Nun, es schien euch am Herzen zu liegen. Es liegt mir am Herzen, ja. Aber es ist wohl eher die Aufgabe des Diamantes. Er kann, während er dies überbringt, sich auch gleich dabei einmal entschuldigen. Für was hätte ich mich denn zu entschuldigen? Für die Folter. Aber entschuldigt mich, es ist spät und meine Knochen sind müde. Damit streicht sie aber mir noch einmal über die Schulter. Geht dann an euch entlang. Und segne euren Schlaf. Und den manchmal, euren. Nachdem sie aus der Hörweite ist, manchmal ist sie mir ein wenig unheimlich. Also ich mag sie. Das trägt nicht dazu bei, mein Unbehagen zu vermindern. Man gewöhnt sich daran, Kapitän. Nun, sollen wir? Natürlich. Ich hoffe, er fängt uns noch zu dieser späten Stunde. Auf zur Rachnung.